Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play YouTubers Live. Wir sind gerade im Beginn des Herbstes. Was haben wir hier? Bedrohung Drohne. Okay, da müssen wir schon noch mal den Stick haben. Halloween steht an. Schon zu Beginn des Monats, interessant. Clara Soft Videospiel, haben wir das denn? Wir sollten mal shoppen gehen. Wir sollten auf jeden Fall shoppen gehen. Was haben wir denn noch? 5 Videos. Ach ja, stimmt. 5 USB-Sticks. Da müssen wir, glaube ich, Randoms machen, ne? Ich schau gerade mal. Ich gucke jetzt erstmal, ob wir den einen haben. Yes, perfekt. Dann lass uns doch mal dazu direkt das erste Video machen. Hatte ich noch was? Ach ja! Autsch, das tat jetzt irgendwie im Ohr weh. Eieiei, da hat er jetzt aber irgendwie 30 Sounds übereinander gelegt, oder? Ekelhaft. Oder ist bei mir der Sound einfach nur zu laut eingestellt? So, machen wir hier nochmal einen Übergangseffekt. Zack. Ja, wir veröffentlichen... was? Ich habe noch Rendering-Punkte. Ja, stimmt. Dann, in der Tat. Machen wir hier nochmal einen Nachbearbeitungseffekt. Und jetzt hauen wir das Ganze raus. Was habe ich denn hier nochmal gespielt? Ist aber nicht die Frage, weil ich weiß es schlichtweg nicht mehr. Egal. Wird aber... Oh, doch, das kommt noch eigentlich ganz gut an. Bin ich überrascht. Grand Cast Race, achso, ja. Ja, leider waren diese Trends da nicht mehr so geil. Computer, yep, 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 yep. So, rein damit. Dann nehmen wir ein Video auf, kommentieren zur Bedrohung Drohne und dann gucken wir mal, ob wir da wirklich schon eins von fünf haben. Schauen wir mal, kommentieren zum Starten des Videos, begrüßen wir den Kanal, sagen wir erstmal schüchtern Hallo. Ich vergesse das Skript. Wow, Bro. Na, wir sagen Wow, Bro. Der unter des Nachbarn fängt uns mit. Warum habe ich denn hier nur so... Ich bin mal im Entspannungsmodus. Warum habe ich hier nur so schlechte Karten? Ah, jetzt, ey, Insta-Live. Nehmen wir den, dann kriegen wir zumindest noch den voll. Haben immerhin 3 Sterne. Ich muss mehr Kommentierung machen, glaube ich. Ich muss da endlich mal ein bisschen aufleveln. Aber Alto Belli, jetzt hatte ich ja wirklich Pech mit den Karten. Meine Güte. So, machen wir erstmal dich hier. Oh, 120. Nice. Nachbearbeitungseffekt geben wir dir auch noch. Du kriegst auch noch ein nice. Oh, da haben wir es dann immer eben auf 5 Sterne hochgedrückt. Sehr schön. Unglaublich, diese Bedrohung Drohne-Skandal. 1,11. So, dann gucken wir mal, ob das Video vielleicht ein bisschen besser knallt. Ja, 25.000. I like. So, und ja, es zählt. Wunderbar. Das ist sehr schön. Ich würde trotzdem sagen, wir hauen jetzt nicht alles hintereinander weg, sondern wir warten schon, dass wir die richtigen Trends kriegen. Ich muss gerade mal schauen, haben wir nicht... Was ist denn hier... Oh! Das ist ja mal richtig diesiges, nebliges Herbst. Ach stimmt, warte mal, hier war ja auch noch was. Restaurant mit unnötigen Gerichten, was müssen wir denn da nochmal machen? Althea, um Fisch für die Katzen... Ah, ja, genau, Fisch. Wollen wir das mal in Angriff nehmen? Ich würde fast sagen, ja. Aber, Sekunde. Clara Soft trendet. Und Live Gaming. Das sollten wir vielleicht mal heute Abend streamen. Schauen wir doch mal erst im... Player One vorbei. Ich wollte es eher Spieler sagen, haben wir fast nicht gemerkt, ne? Deswegen der Player One. Clara Soft, habe ich das denn? Ja doch, das habe ich sogar. Ach, das ist für den Nikosoft, okay. Ich muss gerade mal schauen, haben wir noch irgendwas nicht hier? Oh yes, oh yes.
Urban Fighter, Esports Live Tycoon, Geocraft. Angry Birds. Armor Nucleus. Ich hole mir jetzt einfach alle Spiele, einfach damit wir sie haben. Und wenn wir schon mal hier sind, schnacken wir doch mal mit Blair. Hallöchen! Ich streue den magischen Staub auf die Wache, schneide dem Drachen den Kopf ab und als ich gerade dabei war, den Gefangenen zu befreien, boom, Stromausfall. Ich muss dieses Problem beheben, bevor es mich in den Wahnsinn treibt. Hat Dr. Emmingau dir den ERMF 3000 gegeben? Wir müssen ihn holen und reparieren. Hm? Ist das eine Sidequest, die wir haben? Habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Kurz ein Foto. Hey Blair. Nicht Balier. So, schreiben müsste man können. Was? Technik im Leadpoint kann helfen, den Fehler zu beheben? Was denn für ein Fehler? Was laberst du, Dronomerus? Ich bringe jetzt erstmal, damit wir Platz im Inventar haben, bringe ich erstmal die Spiele weg. Oh, eine Spinne. Ich frage mich jetzt, ob es den ganzen Herbst so diesig bleibt, so ominös, diesig, wuselig. Schauen wir mal. Aber jetzt heißt es erstmal Fischi holen. Lapskaus ist ein Fischgericht. Der Koch kennt ihn, ändert der Verbraucher nicht. Na, wer bist denn du? Halloween Streaming IRL, aha. Halloween. Einfach mal die Gelegenheit nutzen für ein Bildschirm. So, auf zu Elthias. Wir brauchen Fischi. Und dann werde ich aber auch alsbald schauen, dass wir... Ich muss mal kurz in die Quest schauen, weil das die eine Aussage, die hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Nimm ein Video mit zwei aktuellen Themen auf und lade das auf YouTube hoch. Ach so, okay. Aber da brauchen wir echt... Oh, da brauchen wir echt epische Themen. Haben wir heute leider gar nicht. Da müssen wir Ausschau halten. Das darf ich nicht vergessen. Ah, okay. Erstmal wird das Teil besorgen und dann reparieren. Das verlorene Paket. Da müssen wir auch noch Ausschau halten. Mein Gott, so viele Aufgaben, ne? Tut, tut, tut. Wozu ist die Hupe gut? So, erstmal Elthias. Was ist hier? Oh, das ist ja nicht so geil. So, wir schauen nochmal kurz ins Log. Was brauchen wir hier? Fisch. Where's the fishy? Zwei Hummer, ich hoffe, das... Oder warte mal, muss ich sie vielleicht anquatschen, weil wir speziellen Fisch brauchen? Willkommen bei Elthias, wie kann ich dir helfen? Möchtest du unseren süßen und melancholischen Sweet Shampoo probieren? Unseren Hummer Termino und seine berühmte knusprige Schale? Ah, stimmt, wir brauchen ein Fischgericht für Katzen. Klar, mein Kellner hat Fischsuppe an Straßenkatzen verteilt und wir haben noch Reste. Nimm es! Und wenn du das nächste Mal kommst, solltest du unser berühmtes Käsefondue unbedingt probieren. Toll, jetzt haben wir umsonst Hummer gekauft. Warte, ich brauche zwei davon, oder? Moment, erstmal wegpacken. Nee, okay. Warte, steht da nur 1 zu 2. Oder, ah, nee, ich glaube, wir müssen einfach nur einmal das Gericht kaufen und dann beim zweiten Mal das entsprechend weitergeben. Gut, dann würde ich sagen, boah, 200 Energie. Dann ziehen wir uns den nochmal direkt rein und sind sowas von satt. Nice. Wäre jetzt eigentlich ein bisschen too much, ne? War eigentlich gerade noch eine Frau? Egal. Vielleicht ist die Frau auch inzwischen weggegangen. Das kann natürlich auch sein. So, wenn wir jetzt eh schon hier sind, gehen wir bei IA-Tech rein und holen der Gerät von Doki McDoctor. Hey, Blair hat angerufen und gesagt, dass du kommen würdest. Aber es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Der ERMF 3000 ist ein Haufen Schrott. Ich konnte ihn nie zum Laufen bringen. Hier, er gehört dir. Vielleicht kann ein anderer Techniker und ein Computergenie etwas tun, um das Gerät zu reparieren. Aber ich werde nicht noch mehr Zeit damit verschwenden. Tut mir leid.
Kein Ding. Ich weiß schon, wo wir es hinbringen werden. So, aber jetzt erstmal zu den Kätzchen. Für ein bisschen Fischi. Hast du den Fisch besorgt? Was für ein Profi. Oh, ja, jetzt schön zusammenfassen. Aber sieh nur, wie glücklich Kira mit einem vollen Bäuchlein ist. Aber sie will nicht aufhören zu miauen. Es tut mir leid, dass sie sich von ihrem neuen Freund verabschieden muss. Sollen wir ein Erinnerungsfoto machen? So werden wir sie überzeugen, zum Markt zu kommen. Bestimmt. Kein Problem. Lasst uns alle lächeln. Lächeln aktiviert. Zack. Miau. Was für ein Foto, was für ein tolles Team. Danke, dass du Kira bei Laune gehalten hast. Jetzt können wir zu dem Treffen am Arc de Triomphe gehen. Aber zuerst möchte ich dir diese Figur aus dem Vegeta-Universum geben. Du hast Glück, es ist die einzige Figur, die Fräulein Kira wird mit Figuren noch am Leben gelassen hat. Wupp, wupp. Sehr schön. Jetzt müssen wir auch noch den Gaming-Dance machen. Ui, 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 ui. Warte mal, was war denn noch mit der Fototrend? Halloween, ja, irgendwie finde ich dazu nichts. Zumindest hier nicht, in diesem Bereich. Ist am Theater was? Nö, sieht jetzt auch nicht so aus. Upsa. Okay, gut, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zurück. Ich bin gespannt, wann und wo wir das Paket irgendwann finden für Clara, weil das wär mir schon sehr dran gelegen. Ich glaube, wir brauchen das auch für den... Ne, den NT-Code von ihr haben wir, glaube ich, schon, ne? Den Token? Den wir haben? Doch, der müsste von ihr sein. Kuckuck. Ihr habt mich wie ein kleines Küken auf der Straße stehen lassen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, wohin ich gehen sollte. Ich wusste nichts über euch. Tut uns leid, das war nicht böse gemeint. Wir konnten es kaum erwarten, YouTube City kennenzulernen. Ja, wir mussten die Stadt vor dem Event besser kennenlernen. Wir können schon jetzt sagen, dass YouTube City der beste Ort ist, um den Traum eines YouTubers zu erfüllen. Wir waren schon an unglaublichen Orten. Und wir haben sehr professionelle Leute getroffen. Du wirst sehen, wir werden brutale Promo machen. Eine epische Promo. Meine nervösen Zuckungen haben aufgehört. Danke, dass du sie mitgebracht hast. Was hältst du davon, wenn wir ein Video aufnehmen? Sie scheinen sehr willig zu sein, ja dann? Video! Zack! Zum Starten des Videos. Na, endlich mal wieder grüne Karten und nicht nur grau in grau. Sehr schön. Oh, guck mal, da kommt jetzt sogar eine blaue hinzu. Dann nehmen wir doch mal dein bestes Lächeln. Also das beste falsche Lächeln natürlich. Türklingel. Okay, wenn die hier starten, muss aber eine penetrant laute Türklingel sein. Da erzählen wir doch eine peinliche Geschichte. Konstruktive Kritik. Denkst, dass eine gute Information ist. Und Dronomerus verliert an Batterie und leider haben wir jetzt nicht das Passende hierfür. Schade, dann wären es doch nur 4 von 5 Sternen. Aber immerhin. Ist doch schon mal solide. Das nehmen wir so mit. Was für eine Party, das müssen wir bald nochmal machen. Los, ich bin dabei. Können wir noch eins machen? Können wir das? Unglaublich, das war verrückt. Es war unglaublich, wenn du das Video auf YouTube hochlädst, wird es sicher ein Riesenerfolg werden. Vielen Dank, dass du mir dabei geholfen hast. Sicherlich wird dich jeder auf irgendeine Weise belohnen wollen. Halte auch schon nach den Paketen, die bald eintreffen werden. Gerne doch. Oh Mann, warum ist es jetzt schon so spät? Bist du der beste, schlechteste Spieler? Oh, sehr schön. Ganz viele Aktionen freigeschaltet. Jetzt muss ich aber ganz schnell das Video mal rendern. Das mache ich auch, bevor wir irgendwas anderes. Zack, 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 zack. So, hier mache ich auf jeden Fall das Urheberrecht weg. Dann mache ich hier nochmal 188, 198
Und du kriegst auch nochmal eine Nachbearbeitung. Zack, 222. Ja, ist doch ganz nett. Hardy hart am Hashtag Arc de Triomphe. Schnell noch hochgeladen, das Ding, damit wir die Trends mitnehmen. Boah, 40.000 zum ersten Mal geknackt. Nice. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, so läuft das Ganze doch richtig gut. So, noch eine Aktion. Nutze den Fehler aus. Dann machen wir mal Päckchen auf. Danke für alles. Mit etwas Mühe wirst du ein legendärer YouTuber werden. Du hast ein einzigartiges Talent, Herausforderungen zu lösen. YouTube City kann stolz auf dich sein. Deine Freunde Rubius, Vegeta, Willy Rex und Fagan. Komm, das wird eben noch platziert. Zack. Und ja, wobei, die platzieren wir morgen. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen higher. Und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und machen auch direkt einen Cut an der Stelle. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wie immer wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.